Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Mario Kart Booster Streckenpass Welle 5 wurde gerade announced. Die gucken wir jetzt uns an. 1 Minute 50 wieder vollgepackt mit Neuigkeiten zu den neuen Strecken. Ich bin richtig gespannt, ob auch die Strecken, die ich rausgesagt habe, ob die mit dabei sind. Wir gucken einmal komplett durch, ohne Pause. Wirklich, ich mache ohne Pause und dann gehe ich nochmal durch und dann gucken wir uns ein paar Screenshots an. Ich habe richtig Bock. Bin richtig gespannt. Abfahrt. Chat, sag mal wegen Ton und Lautstärke. Ohne Pause. Das. Daisy Dampfer, ja! Cooper Cup, okay. Los Angeles, okay. Mondblickstraße, aha. Bonnevie. Badparcours, ja, vorausgesagt. Dass ein Badezimmer kommen wird, war schon im Code mit drin. Sieht echt witzig aus mit Toilette und so. Ah ja, und Wickler ist neu mit dabei. Kamek und. Piranha-Pflanze? Daisy-Dampfer, da habe ich übel Bock drauf. So einer meiner Lieblingsstrecken auf der Gamecube. Sonnenuntergangswüste, aha! Vancouver? Haben wir nicht schon Vancouver? Boah, das ist immer viel zu kurz, ey. Und dann kommt noch eine Welle. Birdo, Piranha-Pflanze, Wiggler und Kamek. Das war neu, glaube ich. Dass hier steht, zusätzliche Rennstrecken und zusätzliche Charaktere. Das war vorher, glaube ich, nicht. Autobahn von Aviv, das war mein Lieblings. Ah ja, wir gucken jetzt nochmal. Wir gucken jetzt nochmal mit und wir analysieren mal ein bisschen. Okay, ganz kurz. Daisy Dampfer ist krass und Mondblickstraße ist auch krass, Badezimmer. Den Cooper Cup. Okay, 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 weiter. Kamek auch so mega Bock drauf. Cooper Cup. Ah, fand ich nicht so geil, Cooper Cup damals, muss ich sagen. Los Angeles Strandpartie. Dass Los Angeles mit dabei ist, das war klar. Das hat man auch im Code gefunden. Mondblickstraße glaube ich nicht. Unerwartet. Bad, wusste man. Sieht auch spannend aus, der Kurs. Piranha-Pflanze, ja. Kamek. Und der Wickler. Wickler ist so komisch, dass der Wickler mit reinkommt. Athen auf Abwägen. Athen! Auch vorausgesagt. Athen auch sehr gut. Daisy Dampfer, mega nice. Warte. Guck mal, da gibt es zwei Wege. Einmal von links, einmal von rechts. Links Wasser und rechts der normale Weg. Also kann da direkt links gehen. Das ist da, wo die Tische hin und her rutschen. Und hier kann man jetzt durchs Wasser durch. Okay. Aber muss man sogar. Und Vancouver Wildpfad auch unerwartet. Mann, und das war er schon. Athen sieht interessant aus, ja Mann. Und da kann ich auch direkt announcen, Leute, am 12. Juli machen wir Turnier. 12. Juli, 18 Uhr oder so, checkt da auf jeden Fall Discord ab. Da werde ich announcen, was wir da machen mit bisschen Preisgeld oder irgendwas zu gewinnen. 12. Juli. Direkt dann, wenn die Welle rauskommt, so dass niemand vorher, da kann niemand vorher üben, wir machen Turnier nur mit den neuen, nur mit den neuen Strecken. Das wird nice. Richtig Bock. 12. Juli. Ja. Mega. Sehr gut. Und dann nur noch eine Welle. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.